Moin moin zusammen. Hallo. Wir sind Arne und Mathis von Out for Trout. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Vielleicht habt ihr unser letztes Video schon angeschaut. Da haben wir relativ erfolgreich mit der Fliegenrute auf Hornhecht gefischt. Und es kamen sogar einige schöne Forellen dabei rum. Und ja, heute hat es uns wieder an die Küste gezogen. Nochmal auf Hornhecht, allerdings mit der Spinnrute. Denn wir wollen ein bisschen Nachschub an Hornhecht für die Küche organisieren. Genau, und das könnte auch ganz gut klappen. Denn wir haben noch Mitte Mai, wir haben auch schon wieder Hornhechte an der Oberfläche gesehen. Also die sind noch richtig aktiv. Wir haben dafür ein paar Spiros mitgenommen, wo wir am Ende Fischfetzen am Haken anbringen werden und die mal ein bisschen beangeln. Das geht erfahrungsgemäß sehr gut. Ja, ja. Einige Angler sagen zwar, Hornhechte wären so eine richtige Plage, wenn man eigentlich mehr Forellen fangen möchte. Ja. Also ich sehe das eigentlich nicht so. Die schmecken sehr gut, auch wenn sie viele Gräten haben, aber man kann sie auch lecker grätenfrei zubereiten. Genau, und das ist auch der Grund dieses Videos, denn wir möchten ein Catch-and-Cook-Video machen. Dazu müssen wir natürlich gleich erstmal Hornhechte fangen. Mhm. Wenn das dann geschehen ist, möchten wir euch eine, ja, unserer Meinung nach sehr leckere Art und Weise der Zubereitung nahebringen, und das ist der Hornhechtkringel. Mhm. Wir wollen so eine Art Vergleichsessen machen. Einmal den Hornhechtkringel zubereitet, gebraten und dann aber auch als Vergleich geräuchert. Und ja, der ist wirklich sehr, sehr schmackhaft, da sind keine Gräten mehr drin und es ist eigentlich auch sehr, sehr leicht zubereitet. Genau. Schauen wir doch mal, ob ein paar Hornhechte Bock haben. Und ihr kommt mit. Schauen wir mal, was geht. Hier nochmal kurz ein paar Infos zur heutigen Spirulino-Hornhecht-Montage. Das ist wirklich eine sehr simple Montage. Ich habe dazu einfach einen schwimmenden 30 Gramm Spirulino auf die Hauptschnur gezogen. Hier drunter kommt dann so eine Gummiperle, um den halt ein bisschen abzustoppen und den Knoten zu schonen. Dann kommt ein Wirbel. An den Wirbel kommt dann einfach das Vorfach. In meinem Fall ist es gut einen Meter lang. Und am Ende sitzt ein kleiner Haken, auf den dann gleich der Fischfetzen kommt. Mattis fischt die Spirulino-Montage ein bisschen anders. Das Video dazu, die Montageanleitung, verlinken wir euch nochmal. Und ja, allgemein gibt es zum Spirulino-Fischen auf Hornhecht auch in unserem Hornhecht-Video aus dem letzten Jahr relativ gute Infos. Da könnt ihr natürlich auch gerne nochmal reingucken. Und ich werde euch jetzt einmal zeigen, wie der Hornhechtfetzen ausgezogen wird. Und ja, dann geht's weiter. Ja, als Köder benutzen wir an der Spirulino-Montage den Fetzen, ebenfalls heute von einem Hornhecht. Ihr könnt genauso Heringsfetzen nehmen. Ja, diese Fetzenfischerei auf Hornhecht ist unserer Meinung nach wohl die effektivste Art und Weise, Hornhechte zu fangen. Und gerade wenn man ein paar für die Küche mitnehmen möchte, bietet sich das dann natürlich auch an, die möglichst effektivste Art und Weise zu wählen. Die Anköderung ist relativ einfach. Der Fetzen sollte gerne schmal und ja, so kleinfingerlang sein vielleicht, und den Haken piekt ihr dann einfach beginnend auf der Hautseite so dreimal durch den Fetzen durch. Dabei dreht ihr den Haken immer. So sitzt er dann auch wirklich gut und ihr lauft nicht gleich Gefahr, dass der Hornhecht beim ersten Biss den Fetzen vom Haken runterzieht. Genau. So ist er auch so ein bisschen L-förmig angeködert. Dadurch dreht er sich noch gut im Wasser. Und da stehen die Hornhechte erfahrungsgemäß durchaus drauf. Kaum waren die Köder im Wasser, konnten wir auch schon wieder Hornhechte an der Oberfläche ausmachen. Und auch unsere Unterwasserkameras waren an diesem Tag voller liebestoller Silberpfeile. Jetzt im Mai waren die Wasserpflanzen schon schön ausgeprägt und die Hornhechte fühlten sich in diesem Bewuchs scheinbar richtig wohl. Besonders die Seegraswiesen an diesem Spot waren Sammelpunkte für die Hornhechte. Und wenngleich auch ein wenig schüchtern, schaute hin und wieder mal eine Meerforelle vorbei.
Und ob der ganzen Fischaktivität im Wasser stellten sich natürlich auch schnell die ersten Fänge ein. Langweilig wird das nicht. So machen wir doch mit den Hornhechten. Ja, da ist der nächste. Eine sehr kurzweilige Angelei. Also wir haben echt schnell viele Fische zusammen gehabt jetzt. Ich weiß nicht, so 2, 3 vielleicht noch. Dann haben wir auch genug für unsere Rezepte, die wir ausprobieren wollen, mit den Hornhechtkringeln, geräuchert und normal. Und ja, dann haben wir auch einige zu viele Tiere zu Hause. Mal gucken, weiter geht's. Ja, ich denke, das wird ein paar schöne Kringel geben in den nächsten Tagen. Ja, schicker Beifang vom Hornhechtangeln. So eine schöne Mitte 40er Forelle eingestiegen. Hat sich den Hornhechtfetzen schmecken lassen. Pepe. Danke. So, die Sonne hat sich für heute langsam verabschiedet und die Hornhechtaktivität ist auch jetzt deutlich weniger geworden zum Abend hin. Ja, uns reicht's aber eh. Wir haben 15 bis 20 schöne Hornhechte und die Quotenforelle hat sich heute auch noch blicken lassen. Das ist natürlich besonders schön. Das reicht auf jeden Fall für 1, 2, 3 schöne Hornhechtkringelmahlzeiten. Genau. Ja, und wie man die zubereitet, zeigen wir euch im zweiten Teil des Videos in unseren heimischen 4 Wänden. Ab in die Küche. Kommen wir nun zu dem Teil der Hornhechtfischerei, der die meisten Angler abschreckt. Und das ist die Zubereitung der Hornhechte in der Küche. Hier seht ihr schon in der Spüle die reiche Ausbeute, die Mathis und ich machen konnten. Nun geht es natürlich darum, die bereits geschuppten und ausgenommenen Hornhechte in der Küche weiterzuarbeiten. Und zwar fällt jetzt das Filetieren an und das ist wirklich ein Part, der viele Angler abschreckt, denn die Hornhechte haben durchaus relativ viele Gräten. Und jedenfalls mir geht es so, dass wenn ich Fisch esse, möchte ich, dass da keine Gräten mehr drin sind, weil ich dieses Gepudel wirklich nervig finde. Und deshalb werde ich euch jetzt ein paar Schritte zeigen, wie ihr die Hornhechtfilets wirklich grätenfrei hinbekommt, denn das ist die Grundvoraussetzung für leckere, grätenfreie Hornhechtkringel. Hier seht ihr nun, wie der Hornhecht filetiert wird. Da gibt es unterschiedliche Vorgehensweisen. Ich habe mich für die einfachere entschieden. Und zwar wird da mit einem scharfen Messer einfach das ganze Filet von der Mittelgräte runtergeschnitten und dabei schneidet man halt die Bauchgräten durch. Die andere, etwas aufwendigere Möglichkeit wäre, mit einem sehr scharfen Messer entlang der Bauchgräten zu fahren, sodass die an der Mittelgräte letztendlich schon hängen bleiben und man da hinterher nicht mehr das Gefummel hat. Wie gesagt, ich mache es jetzt einfacher, schneide einfach alles runter, weil ich ja sowieso nur den oberen Bereich des Filets verwenden möchte für die Hornhechtkringel, dazu aber gleich mehr. Hier seht ihr jetzt das Ergebnis des Filetierens. Eine ordentliche Schale voll schöner Hornhechtfilets. Wie es damit jetzt weitergeht, zeige ich euch im nächsten Schritt. Hier haben wir nun ein schön großes Hornhechtfilet. Was nun aber viele Angler davon abhält, diesen Hornhecht zu verzehren, werde ich euch jetzt mal zeigen. Beim Hornhecht ist es nämlich so, dass er, wie jeder andere Fisch natürlich auch, eine Bauchhöhle hat,
die allerdings beim Hornhecht relativ lang ist. Und so hat er auch relativ viele von diesen Bauchgräten, Rippengräten mehr oder weniger. Und zusätzlich ist es so, dass entlang der Mittelgräte im 90-Grad-Winkel auch nochmal kleine Gräten zu den Seiten weggehen. Das heißt, der gesamte untere Bereich des Filets hier, der ist relativ grätenreich. Der obere Bereich allerdings, ab der Mittelgräte nach oben, und wie ihr seht, das ist ein ungefähr daumendickes Stück bei einem schönen großen Hornhecht, der hatte jetzt Anfang 70 hier. Ja, dieses Stück ist grätenfrei. Und für die Hornhechtkringel verwende ich daher dieses obere grätenfreie Stück. Das untere grätenreiche Stück, das kann man halt gut einfrieren, das werde ich auch machen. Und ja, dann werden diese ganzen unteren Bauchlappen später beispielsweise zu Fischfrikadellen verarbeitet, indem man die wirklich ein paar Mal durch den Fleischwolf dreht mit den anderen Zutaten. Oder man kann die natürlich auch sehr gut als Fetzenköder nehmen für Hornhechte, für Plattfische, für, also da gibt es ja viele Fischarten, die auf Fischfetzen gut ansprechen. Wie gesagt, wir schneiden jetzt mit einem schönen scharfen Messer den oberen Bereich des Hornhechtfilets der Länge nach raus, sammeln diese halben Filetlappen und machen daraus nachher die schönen Hornhechtkringel. Wichtig ist es, dass ihr mit einem schönen scharfen Messer hier oben, man fühlt es auch so ein bisschen, entlang der Gräten langfahrt und dann quasi dieses grätenfreie oder nahezu grätenfreie Stück erhaltet. So, hier sind jetzt noch ein paar kleine Gräten drin, vereinzelt. Die kann man aber problemlos rausziehen. Und dann ist dieser gesamte Strang hier grätenfrei. Und das ist für unser Rezept perfekt. Ich werde jetzt noch ein bisschen weitermachen und die Hornhechtstreifen vorbereiten und dann werde ich die Bauchlappen wie auch die grätenfreien oberen Bereiche des Filets erstmal einfrieren. Ja, und in ein paar Tagen kommt Mathis dann vorbei und dann werden die Kringel gedreht und geräuchert und gebraten. Schauen wir mal, was das Leckeres wird. So, da sitzen wir nun. Ja, es hat doch ein bisschen länger gedauert, bis wir das jetzt geschafft haben, uns mal hier an die restliche Zubereitung der Hornhechtkringel zu machen. Aber heute ist es soweit und ja, ich habe auch schon echt Appetit. Du hast sie ja auch schon mal probiert, ne? Warst auch schwer begeistert. Super lecker, super lecker. Ich habe nur noch nicht so viele machen können. Ja, und mir ein bisschen die Zeit fehlte. Und das sieht natürlich schon geil aus. Auf jeden Fall, genug haben wir. ja, wie die Vorbereitungen bisher stattgefunden haben, habt ihr ja gesehen. Und die nächsten Schritte auf dem Weg zum fertigen Hornhechtkringel, die zeigen wir euch dann gleich noch. Die müssen natürlich noch gedreht werden. Die werden noch ein bisschen mariniert vorher, gewürzt. Genau. Je nachdem, ob sie geräuchert werden oder gebraten, findet das unterschiedlich statt. Ja. Und ja, du bist ja dann da, um auch ordentlich mitzuhelfen, die Kringel zu drehen und die Schachtelkringel. Ja, eigentlich so hauptsächlich bin ich zum Essen da, aber ja, ein bisschen nützlich kann ich mich auch noch machen. Das hoffe ich, damit wir das alles loswerden. Ja. Ja, wie gesagt, wie es weitergeht, werdet ihr sehen und wir machen uns das gleich richtig lecker. Arne hat jetzt schon alles vorbereitet, was wir gleich brauchen werden, um die Kringel zu machen. Was genau ist denn das alles? Ja, es ist ja wirklich tatsächlich nicht viel. Was natürlich auch wieder ein Vorteil dieser Rezeptur ist. Schnell und einfach gemacht und sehr, sehr schmackhaft. Ne? Schauen wir uns einfach mal an, was wir brauchen. Es sind nur ein paar Zutaten. Hier haben wir die vorbereiteten grätenfreien Hornhechtstreifen. Dazu noch eine Zitrone. Ihr kennt das beim Fisch. Säubern, säuern, salzen. Das Salzen fällt heute insofern aus, als dass wir zwei verschiedene Gewürze haben. Das eine ist eine ganz normale Bratfischmischung, die kommt an die Kringel ran, die gebraten werden sollen. Und das hier ist eine, ja, eine Marinierwürzmischung, die war bei einem Tischräucherofen dabei, den ich mir gekauft habe. Und damit werden die Hornhechtkringel erstmal ein bisschen mariniert. Danach werden sie ganz grob abgewaschen, weil das doch ja, relativ kräftig vom Geschmack her ist. Und danach werden die Kringel dann eingerollt. Wie gesagt, es sind nur wenige Schritte bis zum leckeren Hornhechtkringel und das, was wahrscheinlich am längsten dauert, ist diese Hornhechtstreifen, nachdem sie mariniert und gewürzt wurden, dann auf diese Schaschlikspieße aufzuspießen. Vielleicht kennt ihr diese Bratwurstschnecken.
Die hatten zumindest früher mal Schaschlikspieße drin, ein so. Die halten dann den Hornhechtkringel. Und ja, so fällt auch in der Pfanne dann nichts auseinander beim Braten oder im Räucherofen beim Räuchern. Aber da wird mir Mathis gleich helfen. Marinade und Gewürze sind jetzt aufgetragen und ja, das Ganze lassen wir jetzt eine gute halbe Stunde ziehen, würde ich sagen. Wir gehen schon mal raus in den Garten, bauen den Tischräucherofen auf und ja, wir haben schönes Wetter. Wir können es auch noch eine halbe Stunde raussetzen, ne? Ja. Kleinen Drink dazu? Auf jeden Fall. Ja, vielleicht geht's weiter. So, nach einiger Zeit der Vorbereitung haben wir es nun endlich geschafft und der Tisch ist gedeckt und ja, es sieht sehr schmackhaft aus, ne? Sehr gut aus. Ich denke, wir lassen uns das jetzt schmecken und ja, mal gucken, was beim nächsten Angeltrip passiert. Ihr seid auf jeden Fall wieder dabei, wenn es heißt... Out for Trout! Bis zum nächsten Mal!
Tschüss. Ciao. Und für alle, die es gerne einmal selbst mit den Räuchern ausprobieren möchten, haben wir jetzt das Räucherset von Angel Berger, das wir auch im Video verwendet haben, für euch in unseren Online-Shop genommen. Den direkten Link zum Räucherset und zu unserer Räucherkategorie packe ich euch unter das Video in die Beschreibung. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert unseren Kanal und guckt auch das nächste Mal wieder rein, wenn es heißt Out for Trout.